In der buddhistischen Bon-Tradition gibt es eine Wissenschaft über die Geister als schadende Wesen. Wenn wir über die Tradition sprechen, die in die Medizin durchgedrungen ist, haben wir auch in der Medizinliteratur ganze Kapitel, die Krankheiten im Zusammenhang mit den Geistern beschreiben. Es sind Krankheiten aus der Kategorie der Krankheiten, ausgelöst durch schadende Geister. Es ist sehr ausführlich und genau in dem Traktat Juchi beschrieben. Da gibt es spezielle Kapitel darüber. Jede Krankheit hat vier Voraussetzungen ihrer Entstehung. Vier Voraussetzungen der Entwicklung der Krankheit, vier Voraussetzungen der Ansammlung der Krankheit. Das sind Voraussetzungen abhängig von Zeit und Ort, Voraussetzungen, die mit den schadenden Geistern Dong verbunden sind, Voraussetzungen, die mit der Ernährung zusammenhängen, Voraussetzungen, die mit der Lebensweise zusammenhängen. Das sind vier Voraussetzungen, die eine Krankheit entstehen lassen. Wenn man über die Gdon spricht, über Wesen, die geschadet haben, und man stellt die Frage, kann man sie denn sehen oder kann man sie nicht sehen? Zu behaupten, dass man sie mit bloßem Auge sehen kann, ist sehr schwer. Wenn man über die Geister spricht und darüber, wie die schaden, wie mit welchen Mitteln diese Krankheiten behandelt werden, das kann man nicht eindeutig sagen, weil man nicht nachweisen kann, dass sie existieren, weil wir sie nicht mit bloßem Auge sehen können. Was gibt uns den Grund zu behaupten, dass sie existieren? Es ist so, dass man bei manchen Erkrankungen den Patienten alleine durch Medikamente nicht heilen kann. Egal, wie lange man die behandelt, egal, was man ihm verabreicht, es kommt nicht zur Heilung. Es existieren altertümliche Quellen und Texte, die sagen, wenn es die einen oder anderen Anzeichen gibt, dann ist es die Einwirkung von einem oder anderen Wesen. Und weil das passiert, mache das und das. Führe ein bestimmtes Ritual durch, eine bestimmte Darbringung oder ein Ritual der Beseitigung und die Krankheit verschwindet. Und wir können tatsächlich anhand eigener Erfahrungen bestätigen, dass bei bestimmten Erkrankungen Medikamente nicht helfen und Rituale, die entsprechend dem Wissen aus diesen Quellen durchgeführt werden, helfen und es dem Patienten besser geht. In Tibet erfreut sich dieses Wissen einem großen Vertrauen, weil indem man sich auf dieses Wissen stützt, kann man viel Gutes für die Menschen machen. Aber zu sagen, dass man die mit dem bloßen Auge sehen kann, die meisten können sie nicht sehen. Es gibt Ausnahmen, Menschen, die sie gesehen haben. Darüber wird aber wenig gesprochen. Ebenfalls steht in den altertümlichen tibetischen Medizintraktaten, wenn die Anzeichen da sind und Medikamente nicht helfen, dann schadet ein bestimmtes Wesen dem Patienten. Wenn wir aus dem Blickwinkel der tibetischen Medizin sprechen, klassifiziert man die Krankheiten grob in Wind-, Galle- und Schleimkrankheiten. Genauso gibt es Krankheiten, die mit Geistern zusammenhängen. Genau gesagt, es gibt Krankheiten, die mit einem männlichen Geist, einem weiblichen Geist oder einem Naga-Geist zusammenhängen. Das sind Geister der Seen, Flüsse, Höhlen und so weiter. Wenn man über den Schaden, der mit einem männlichen Geist zusammenhängt, spricht, ist der in der Regel mit den Windkrankheiten verbunden. Das wird genau in den Schriften klassifiziert, weil die männlichen Geister mit dem Erstelement Luft verbunden sind. Wenn so ein Geist beginnt, dem Patienten zu schaden, erzeugt er Krankheiten der Luft oder verstärkt sie. Die weiblichen Geister sind mit dem Erstelement Feuer verbunden. Denen gefällt alles Heiße, Trockene und alle Anzeichen von Feuer. Wenn die beginnen, dem Patienten zu schaden, erhöht sich im Patienten die Hitze, was mit Entzündungsprozessen verbunden ist. Was über die Naga-Geister zu sagen ist, die sind mit dem Erstelementen Wasser und Erde verbunden. Wenn die dann zu schaden beginnen, entstehen Krankheiten, die mit Erde und Wasser zusammenhängen, also Schleimkrankheiten.
Wie geschieht das, dass so ein Wesen zu Schaden beginnt? Wenn wir über den Schaden sprechen, heißt es nicht, dass diese Geister das mit Absicht tun. Es gibt Wesen, die mit Absicht schaden wollen. Davon gibt es aber sehr wenige. Wie geschieht das? Die Geister hängen sich an die bereits vorhandene Krankheit. Der Mensch, indem er die Voraussetzungen schafft, Ernährung, Lebensweise, Zeit und Ort und so weiter. Er stört also das Gleichgewicht der Elemente und die Krankheiten sammeln sich in seinem Körper. Wenn es Krankheiten der Galle sind, ist Feuer im Ungleichgewicht. Wenn Wasser und Erde im Ungleichgewicht sind, entstehen die Krankheiten des Schleims. Wenn der Wind gestört ist, entstehen Windkrankheiten. Diese Wesen, also Geister, weil sie von diesem Ungleichgewicht angezogen werden, die Elemente sind ja da. Die verbinden sich dann mit der Krankheit. Die Reihenfolge. Zuerst provoziert der Mensch eine Erkrankung und dann binden sich diese Geister an die Krankheit. Wenn man über Heilverfahren spricht, ist es sehr schwer zu pauschalisieren oder alle Methoden zu nennen. Es sind aber überwiegend Rituale, die den Geist besänftigen und der vom Patienten ablässt. Das wird über entsprechende Gaben bewerkstelligt. Es sind Gaben, die die Geister befriedigen, die sie erfreuen. So bekommen die Geister das, was sie wollen und lassen den Patienten in Ruhe. Man macht also sowas wie ein Geschenk für den Geist. Diese Methode, das Geschenk, ist eine friedvolle Methode, den Geist zu besänftigen. Man bringt den Geistern eine Gabe, die Dinge, die den Geistern gefallen. Man sagt, nimmt diese, werdet satt davon, befriedigt eure Wünsche und geht an eure Orte zurück. Wenn das nicht funktioniert und der Geist nach so einem friedvollen Ritual nicht ablässt, erst dann wird ein zornes Ritual durchgeführt, der mit Hilfe zorniger Schutzgeister oder Götter durchgeführt wird. Dann ist es ein gewisser Prozess der Unterdrückung des Geistes und keine Beruhigung wie im ersten Fall. Kurz gesagt, wird dieses Wissen in Tibet verwendet. Die Tibeter haben ein sehr großes Vertrauen in dieses Wissen, einen großen Glauben. Die Quellen, die darüber erzählen, bringen auch die gewünschten Resultate bei Behandlungen der Krankheiten, die mit den Geistern verbunden sind.